Hey Freunde, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute sprechen wir über die häufigsten Fragen, die ich von meinen Klienten, von Interessenten gestellt bekomme. Und unter anderem sprechen wir darüber, wie viel Budget du für deine Facebook-Werbeanzeigen überhaupt verwenden solltest. Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Thailand und ich arbeite mit Coaches, mit Experten und mit Trainern aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen und manage für sie ihre Facebook-Werbeanzeigen, baue für sie Funnels und E-Mail-Funnels, E-Mail-Marketing-Funnels und verwalte Budgets, die monatlich von 1.000 bis 5.000 bis 10.000 Euro gehen. Deswegen, die ein oder andere Erfahrung habe ich da gemacht und habe auch einige Fragen bekommen zu diesen Themen. Und die wichtigsten oder die häufigsten Fragen, sage ich mal, werden wir heute auf jeden Fall im Video besprechen, damit du, wenn du diese Fragen im Kopf hast, einen Haken daran machen kannst und endlich loslegen kannst. Was wichtig ist zu verstehen ist, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis deine Facebook Werbeanzeigen wirklich Ergebnisse erzielen. Und zwar heutzutage ist es, ich sag mal, noch schlimmer durch das iOS 14 Update. Facebook kann noch weniger Daten sammeln. Das heißt, das ist das Erste, was ich dir mitgeben kann zum Thema Mindset. Wenn du Werbeanzeigen schaltest, denke nicht, dass du heute Werbeanzeigen schaltest und in 5 Stunden schon die ersten Ergebnisse reinkommen. Es sei denn, du gehst mit 300 Euro am Tag rein, dann wirst du wahrscheinlich schon erste Ergebnisse sehen. Aber ich denke, die meisten wollen hier mit ein bisschen weniger Budget starten, 10, 20, 30, 40 Euro am Tag. Dann lass sie 3 bis 4 bis 5 Tage laufen, weil ansonsten kriegst du keine validen Daten und dann bringt das alles wirklich gar nichts. Und der nächste Punkt, den ich ansprechen will, viele denken, Facebook ist so ein Allheilmittel. Facebook ist kein Allheilmittel. Was vorher nicht gut war, wird Facebook Werbeanzeigen auch nicht besser machen. Also du kaufst dir nur Reichweite ein. Das ist das Einzige, was du machst. Also du kriegst hier nicht Unmengen an kaufwilligen Kunden, die ein schlechtes Angebot, wenn du ein schlechtes Angebot haben solltest, kaufen werden. Das kriegst du nicht. Du kriegst einfach nur Reichweite und das verstärkt, was du sowieso schon hast. Das heißt, wenn du keine Positionierung hast, wenn du kein valides Angebot hast, mit dem du schon einige Kunden ans Ziel geführt hast, dann werden Facebook-Werbeanzeigen da auch nichts bringen. Dann musst du erstmal daran feilen und daran arbeiten, dass das Fundament steht und dann kannst du mit Facebook-Werbeanzeigen rausgehen. Das ist das, was meinen Klienten empfehle. Bei vielen sage ich sogar, tut mir leid, es macht keinen Sinn, weil das Fundament stimmt nicht. Wir könnten jetzt 2.000, 3.000 Euro in Facebook investieren, aber die Ergebnisse werden nicht so prickelnd sein, weil das Fundament nicht stimmt. Deswegen, das sind die wichtigen Sachen, die du vorher im Kopf haben solltest, aber lass uns jetzt direkt mal reingehen. Und zwar, die allererste Frage, die ich gefühlt fast von jedem Klienten bekomme, ist, die habe ich ja hier schon aufgeschrieben, die seht ihr, wie viel Budget soll ich denn für Facebook-Ads ausgeben? Und ich sage es schon vornherein, es ist, ich weiß, diese Antwort wollt ihr nicht gerne hören, aber es ist nicht so einfach schwarz-weiß zu sagen. Das kann man nicht so pauschal sagen, weil es kommt auf deine Zielgruppe an, es kommt auf dein Angebot an, es kommt auf dein Ziel generell an, was willst du denn vermarkten gerade, und es kommt auch auf dein verfügbares Budget an. Wie viel hast du denn insgesamt? Aber damit ich dich trotzdem mit einer Zahl hier rausgehen lasse, sage ich immer, wenn du es auf Monatsbasis siehst, und du ein Dienstleister-Business hast, also Coach bist, Trainer bist, Online-Kurse verkaufst, Lead-Magneten promoten willst oder Beratungsgespräche etc. Mindestens, das ist wirklich die absolute Untergrenze, sind es 1.000 Euro im Monat. Mindestens. Wenn nicht sogar 2.000 Euro im Monat, die du ausgeben kannst und die dir nicht sonderlich wehtun. Und das wirklich auf Monatsbasis. Du kannst nicht erwarten, dass du einen Monat hier für 1 oder 2.000 Euro Werbung schaltest und dann direkt ein Return on Invest von 10 hast, also 10.000 Euro wieder reinbekommst. So funktioniert das ganze Spiel nicht. Vor allem, wenn du am Anfang relativ wenig Daten hast und zum allerersten Mal Facebook-Werbeanzeigen schaltest. Du hast ja noch gar keine Daten. Du weißt ja selbst noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Wie willst du dann direkt in einem neuen Feld mit 1, 2.000 Euro Invest das Zehnfache erwarten? Das ist die falsche Erwartungshaltung. Deswegen mindestens 1.000 Euro, wenn nicht sogar 2.000 Euro im Monat. Das im Monat mache ich mal hier dazu. Weil ansonsten wird es schwierig. Facebook kann keine Daten sammeln, wie gesagt, und kann nicht optimieren. Das ist auf jeden Fall schwer. Weil ich gebe dir auch das rechnerische Beispiel hinten dran. Und zwar, bei Facebook bezahlt man immer für Impressionen. Das heißt,
wir bezahlen für die CPM, das heißt Cost per Mille. Das heißt, wie viel kosten uns 1000 Impressionen? Ist gleich 1000 Impressionen. Ich kürze das mal mit Imp, das wirst du schon verstehen. Denn der CPM steigt aktuell sehr rapide. Egal, bei Facebook, bei YouTube, bei jede Plattform hebt die CPM-Preise an. Vor allem jetzt im Quartal 4. Du zahlst, sagen wir mal, okay, damit es einfacher ist zum Rechnen, zahlst du 50 Euro CPM. Das heißt, um 1000 Personen zu erreichen, zahlst du 50 Euro. Okay, wenn du jetzt 1000 Euro hast, wir machen das Beispiel jetzt für 1000 Euro. Wenn du 1000 Euro hast, heißt das, dass du mit 1000 Euro Invest 20.000 Impressionen bekommst. Und eine Impression ist einfach, wie oft deine Werbeanzeige gesehen wird. Dabei ist aber zu beachten, dass eine Person 3, 4, 5, 6, 7 Impressionen hinterlassen kann. Das heißt, du erreichst keine 20.000 Personen, sondern deine Werbeanzeigen werden 20.000 Mal gesehen. Okay, 20.000 Impressionen für 1.000 Euro. Wenn wir eine CTR haben, das heißt, wie viele Personen klicken wirklich auf den Link in deiner Werbeanzeige, und 1% ist ein guter Wert, 1% CTR ist ein guter Wert, dann haben wir, wenn wir 20.000 Impressionen haben, 200 Landingpage-Aufrufe. Die Personen, die auf deine Landingpage kommen. Und wenn die Conversion Rate von deinem Lead-Magneten, von deinem kostenlosen Angebot bei 20% liegt, was auch eine gute Conversion Rate ist, dann haben wir am Ende des Tages 40 Leads. Das heißt, wir haben mit 1000 Euro 40 Leads erwirtschaftet. Und das ist alles sehr, sehr, sehr realistisch gerechnet. Das sind jetzt auch keine utopischen Zahlen, weil manche kommen und sagen, hey, du zahlst 2-3 Euro pro Lead. Tut mir leid, aber heutzutage zahlst du keine 2-3 Euro mehr pro Lead. Da zahlst du mindestens 7, 8, 9, 10, 12 Euro pro Lead. Kommt natürlich auf die Nische an, aber 2-3 Euro pro Lead, tut mir leid, aber die kriegst du heute nicht mehr. Und wenn du sie kriegst, schreib mir gerne eine Nachricht, dann will ich wissen, wie du es gemacht hast. 40 Leads, das heißt, wir zahlen 25 Euro pro Lead. Und 40 Interessenten sind okay, aber wenn du mit 40 Interessenten wirst du wahrscheinlich nicht so schnell einen Sale machen, vor allem wenn du hochpreisig verkaufst. Deswegen verstehst du, glaube ich, wenn ich sage, mit 1000 Euro oder mit 2000 Euro, natürlich kommt das auch noch auf dein Lead-Magnet-Angebot an. Ist es ein kostenloser Workshop? Ist es nur ein E-Book? Ist es ein White Paper? Ist es ein Quiz? Das sind alles Variablen. Aber mit 1000 Euro kommst du nicht weit. Das wird relativ schwer. Deswegen, man kann etwas damit anfangen, man kann Daten sammeln, du kannst auch Retargeting machen, da kommt es aber auch auf den Online-Marketer an. Wenn du einen guten Online-Marketer hast, dann wird er über ein paar Monate hinweg wirklich gute Arbeit leisten, aber wie gesagt, mindestens 1000, wenn nicht sogar 2000 Euro. Wenn du ein lokales Business bist, wenn du zum Beispiel einen lokalen Laden hast oder so, dann reicht es auch, wenn du 500 Euro bis 700 Euro im Monat verwendest, weil ich meine, ich sitze hier in Mainz hat 200.000 Einwohner. Durch die bist du relativ schnell mit ein bisschen Budget durch. Deswegen bei lokalen Businesses, ich schreibe es mal kurz hier rein, lokal Business 500 Euro plus ist okay, sagen wir mal. Hast du mein Blessing. So, die zweite Frage ist, was soll ich denn targetieren? Bekomme ich auch oft gestellt. Hey, was soll ich targetieren? Soll ich Interessen targetieren? Wen soll ich da überhaupt ansprechen? Meine Empfehlung ist immer, wenn du irgendwas hast, Webseite oder Facebook-Page, also musst du ja haben, oder Instagram-Page, dann targetiere immer erstmal diese warmen Kontakte. Denn die haben schon irgendwie mit deiner Marke, mit dir interagiert. Das heißt, sie sind relativ warm. Wenn du die targetierst, wirst du vielleicht schneller Erfolge sehen, als wenn du Cold Audiences targetierst, wenn das Budget gleich bleibt. Aber Retargeting ist nochmal eine ganz andere Nische. Das zweite ist natürlich Cold Audiences. Das heißt, Cold heißt einfach, dass du Interessen targetierst. Wie zum Beispiel, wenn du Fitnessinteresse hast, kannst du Fitness, Diät, Abnehmen, XXL, The Biggest Loser, sowas kannst du targetieren. Oder du kannst Lookalike-Audiences machen aus deinen Instagram-Followern, aus Facebook-Followern, aus Webseitenbesuchern. Das kannst du alles machen. Aber es ist trotzdem eine
kalte Audience, die dich überhaupt nicht kennt. Kalt heißt, diese Personen haben keinen Plan, wer du bist und was du machst. Und die musst du auch bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise ansprechen. Wie würde ich sagen, solltest du dein Budget aufteilen? Ich würde sagen, 3/4 deines Budgets, machen wir es mal so, dass du es siehst, Budget, 3/4 sollte auf kalte gehen, Cold Audience, und 1/4 auf warm. Ganz einfach, warm ist immer kleiner. Und mit 1/4 deines Budgets wirst du die kleine Audience, die warme Audience, relativ schnell beackert haben sozusagen. Und wenn du keine Cold Audience Kampagnen hier schaltest, dann werden auch nicht mehr Leute in deine Warm Audience kommen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Deswegen solltest du 3/4 deines Budgets darauf verwenden, neue Menschen, die dich noch nicht kennen, in dein Ökosystem zu ziehen und 1/4 deines Budgets dafür zu verwenden, die Personen, die dann im ersten Moment nicht geklickt haben, gekauft haben, sich eingetragen haben, mit dem restlichen Budget dann die zu bearbeiten. Sagen wir es mal so, wenn du 1000 Euro hast, sind es 750 Euro für Cold Audience und 250 Euro im Monat für Warm Audience. So würde ich das targetieren, also relativ generisch, wenn ich jetzt das so sage. Ich schaue mir immer meinen Klienten ganz genau an und die meisten haben ja immer bestimmte Werte, haben E-Mail-Adressen, haben eine Webseite, haben einen Instagram-Account, der gut funktioniert, und dann strukturieren wir das immer relativ spezifisch für den Kunden. So, Kampagnenziele. Das bekomme ich auch relativ oft gefragt, und zwar, welches Kampagnenziel soll ich denn verwenden? Landingpage-Aufrufe, Link-Klicks oder Klicks generell, oder was soll ich da verwenden? Ich gebe dir 3 Tipps mit, auf jeden Fall. Ich erkläre dir 3 Stück und die kannst du dann für dich verwenden, oder dann weißt du, welches du verwenden kannst oder welches nicht. Traffic verwenden die meisten. Was ich dir aber sage ist, verwende Traffic eigentlich so gut wie gar nicht. Warum? Traffic bringt dir, also dort steht ja, wenn du das Kampagnenziel auswählst, bringt dir sehr, sehr viele Klicks auf deine Landingpage. Das hört sich ja im ersten Moment ganz gut an. Sehr viele Klicks auf meine Landingpage. Das heißt, mehr Leute werden sich eintragen oder werden ein Produkt kaufen. Aber Facebook ist ein Input-Output-System. Das heißt, wenn du Facebook sagst, gib mir viele Klicks, dann wird Facebook die, ich nenne sie Klicker, targetieren. Das heißt, die Personen klicken, aber sie konvertieren nicht. Das heißt, du hast 100 Aufrufe auf deiner Landingpage, aber vielleicht nur 1 oder 2 Leads, weil Facebook deine Werbeanzeige den Personen ausspielt, die am ehesten auf eine Werbeanzeige klicken werden, aber nicht die, die am ehesten konvertieren werden. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, Traffic nutze ich sehr selten. Ich nutze es eigentlich kaum für meine Klienten, auch für mich selbst nutze ich nicht. Das zweite Ziel ist Conversion. Das ist genau das Gegenteil, sagen wir es mal so. Und zwar Conversion heißt, dass Facebook die Personen sucht, die am ehesten eine wertvolle Handlung auf deiner Landingpage oder auf der Zielseite ausführen werden. Das heißt, Facebook wird deine Werbeanzeige den Personen ausspielen, die am ehesten konvertieren, die ein Lead werden, die kaufen, die sich das Webinar anschauen, die sich eintragen. Diese Person wird dann Facebook aussuchen. Das heißt, das verwende ich eigentlich zu 80% der Zeit. Zu 80% verwende ich Conversion-Kampagnen. Und dann gibt es noch, was viele vergessen, Video-Views. Und das ist einfach, dass Facebook das Ziel hat, hey, schick mir, du sagst Facebook mit diesem Ziel, schick mir bitte diese Personen, die am ehesten sich mein Video anschauen, wenn du ein Video in deiner Anzeige hast. Und das ist eigentlich ganz gut. Da gibt es auch verschiedene Strategien, die in einem der späteren Videos, kannst du die gerne anschauen. Die werde ich noch droppen auf jeden Fall. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn du im ersten Schritt eine Kampagne hast oder eine Anzeige hast, was nur ein Video ist, und du willst erstmal nur ein bisschen Traffic da drauf haben. Das heißt, du willst Leute haben, die hier 3 Sekunden plus das Video anschauen, und dann kannst du daraus eine Custom Audience machen und kannst dann sagen, im zweiten Schritt, diese Anzeige soll nur Personen zu sehen bekommen, die 3 Sekunden oder mehr von diesem Video geschaut haben. Aber das ist schon ein Schritt weiter.
Das ist aber das Objective oder das Kampagnenziel Video Views. Kann man auch einigermaßen, also kann man in verschiedenen Kampagnen auf jeden Fall verwenden. Genau, und eins habe ich noch vergessen. Dann mache ich das hier mal weg, damit wir hier noch Platz haben. Und zwar Lead. Lead heißt einfach, dass du ein Lead, oder Lead-Formular eigentlich. Also es heißt Lead, aber es ist ein Lead-Formular. Das heißt, dass du Facebook sagst, hey, gib mir bitte die Person, die sich am ehesten eintragen, aber ohne Facebook zu verlassen. Das ist auch ein Ziel, was von Facebook sehr gerne gepusht wird, sage ich mal, oder was deinen Werbekonto-Score oben hält. Weil Facebook möchte natürlich nicht, dass Personen Facebook verlassen. Und wenn du sie mit einer Conversion-Kampagne auf eine Landingpage schickst, dann verlassen sie ja Facebook. Bei einem Lead-Formular ist es nicht so. Wenn, ich weiß nicht, ob du schon irgendwann mal auf so ein Lead-Formular geklickt hast, dann siehst du die Ad, klickst drauf und dann öffnet sich einfach so ein Fenster in Facebook, wo hier was steht und wo du dich hier eintragen kannst. Und dort können Personen ihre E-Mail-Adresse, wenn du willst, ihre Telefonnummer und ihren Namen hinterlassen und können dann den kostenlosen Report runterladen oder sich für ein kostenloses Strategiegespräch eintragen und können das in Facebook machen. Die Conversion Rate ist höher, sagen wir mal so, Conversion Rate ist höher, aber die Qualität ist geringer, weil du mehr Leads bekommen wirst, aber die Reibung ist sehr gering. Das heißt, die Menschen müssen kaum was tun. Meistens sind die Daten sogar voreingetragen. Das heißt, du wirst mehr Leads bekommen, aber qualitativ nicht so gute. Wenn die Leute wirklich mehr Reibung haben, auf eine Landingpage kommen sollen, sich die Landingpage durchlesen sollen, wirst du weniger Leads bekommen, aber dafür Menschen, die es ernster meinen mit dem ganzen Thema, weil sie ein bisschen Reibung erlebt haben und trotzdem sich eingetragen haben. Genau. Und die vierte Frage ist, die besten Creative-Typen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, es gibt nicht die besten. Nicht die besten. Es ist alles ein Testgame. Denn es gibt ja Bilder, sage ich mal. Bild. Oder mache ich das jetzt alles mal weg. Das Statement hast du jetzt von mir gehört. Es gibt ja Bilder, Videos, Karussell, was aus mehreren Videos und mehreren Bildern bestehen kann. Dann gibt es ja noch ganz normale Bilder, also so ein Selfie von mir oder wie ich am Schreibtisch sitze. Also die nenne ich auch normal Bild. Und dann gibt es noch wirklich Creatives, die designt werden zum Beispiel. Wo jetzt hier neben mir noch ein E-Book erscheint oder wo hinter mir eine Crowd ist, wenn ich einen Workshop bewerben will oder sowas. Also Sachen, die etwas designt sind. Und es ist wirklich ein Testen. Ich kann dir nicht sagen, was am besten funktioniert. Weil es kommt auf jedes Werbekonto an, es kommt auf jedes einzelne Business an, es kommt auf dich an. Bist du gut in Videos? Dann mach auf jeden Fall Videos. Weil mit Videos sammelst du mehr Daten. So wie ich hier oben, das ist leider weg, hier oben schon angerissen habe. Mit Videos sammelst du mehr Daten, kannst daraus eine Custom Audience machen und die Personen wieder targetieren zum Beispiel. Bilder sind relativ einfach erstellt und funktionieren manchmal auch viel besser als Videos. Aber es kommt wirklich aufs Testen an. Oder du machst ein Karussell, was mehrere Bilder und mehrere Videos enthält und testest das mal an. Vielleicht funktioniert das gut. Aber was ich dir wirklich sagen kann, ist, es gibt kein richtig und kein falsch hier. Teste einfach alles aus, guck, was am besten für dich funktioniert und dann wirst du es schon sehen und dann wird es sich irgendwann herauskristallisieren. Aber hör nie auf zu testen. Genau, eine Klientin von mir, die Video-Coachin ist, die anderen Menschen beibringt, wie sie bessere Videos machen für Social Media. Natürlich nehmen wir da mehr Videos, weil sie Video-Coaching beibringt. Weil sie selbst eine Granate ist vor der Kamera, dann wäre es natürlich dumm, gar keine Videos zu machen. Deswegen machen wir es bei ihr so, dass wir 2/3 Videos nehmen und nur 1/3 Bilder oder Creatives. Aber das macht ja Sinn. Wie gesagt, das kommt auf dich, auf dein Business und auf deine Stärken und Qualitäten an. Auf jeden Fall. Das waren wirklich 4 sehr, sehr häufig gestellte Fragen. Ich hoffe, ich konnte dir einige Antworten liefern. Vor allem zum Thema Budget, wie viel du verwenden solltest, wie viel nicht und was überhaupt Sinn macht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Schreib in die Kommentare, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn du ein anderes Video hast, was ich machen soll und andere Videoidee. Abonnier den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktivier die Glocke, damit du jedes Mal Bescheid bekommst, wenn ein Video von mir online kommt. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.